Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute gibt es wieder etwas zum Thema, was ist in der Box? Und zwar geht es heute um, ja, eine schöne, volle Schachtel. Nach dem Intro geht's weiter. Ja, schauen wir doch mal, was in dieser Box denn ist. Ein Thema, das jetzt sehr viel herumgeht, was sehr interessant ist. Ich mache es mal so, seht ihr das? Epic Battles von Warlord Games für ACW. Versuchen wir die Box rauszuziehen. So, okay. Gut eingepackt. Wow, da sind Schätze drinnen. Ich lege das mal alles hier auf die Seite. Und dann machen wir einen Blick in Detail. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier einmal ein George Meade als so eine Miniatur, den General Lee. Wir haben von Sarissa das Scenery Pack. Kurz umdrehen, zeige es euch dann noch im Detail. Und die Box, ja, prall gefüllt. Ja, wirklich prall gefüllt. Ein Short-Regelwerk für die Epic Battles Variante. Ein Black Powder Rulebook. Wow, das ist wirklich viel. Ja, dann haben wir ja Tonnen an Bases. Ja. Dann haben wir, wie es immer günstig ist, ein paar Würfeln in Rot gehalten. Und dann haben wir ein paar Miniaturen. Das wären hier, war kein Platz mehr auf dem Tisch. Hier für die Union in Blau gehalten und hier in Grau für die Konföderierten. Das war noch nicht alles, Freunde. Da gibt es noch eine Scheune, ist das, ja? Also Farmhaus und Zäune in 15 mm, schön gemacht. Und dann gibt es noch für jeweilige Fraktion Flaggen. So, das ist jetzt ein Riesenhaufen und den werden wir uns jetzt dann im Detail ansehen. So, machen wir mal einen Blick auf den Inhalt der Box, aber jetzt im Detail. Ein Black Powder Regelbuch in Englisch, zweite Edition, Handbook, ja, wie immer, sehr gut aufgebaut. Wir haben, oder ich habe auch das Originale, ja, also, das ist ein ganz tolles Regelwerk. Ja, das ist schön, wenn man es dabei hat. Also kommen wir zu dem zusätzlichen Regelheft, das hier enthalten ist. Eben hier geht es, um welchen Konflikt ging es, also ein wenig Geschichte. Die Armeen, die daran beteiligt waren, also nur den Südstaaten, dann noch mit Details. Wichtige Charaktere. Und dann kommt man schon in den Bereich der Regeln. Diese sind ein wenig adaptiert von Glory Halleluja. Dieses Sonderregelwerk für den amerikanischen Bürgerkrieg war im Paket für die Erstbesteller mit dabei. Das war sogar handsigniert. Aber nachdem wir es ja schon haben, brauchen wir es nicht. Hier das erste Battle, das nächste und Battle of Salem Church, Gettysburg Tag 1, Gettysburg Teil 2, zweiter Tag. Ja, ist einmal eine nette Beigabe, die man hier gut verwenden kann. Als nächstes enthalten wären hier diese Häuser von Sarissa, also altbekannt. Ja, hier auf der Rückseite ein Bild, wie das fertig aussehen kann. Also Scenery Pack hat sich Walter hier dabei gegönnt. Und was auf alle Fälle dabei ist,
ist diese North American Farmhouse und das Zäune-Set. So, hier haben wir ja wunderschön für 15 mm gleich mal eine Kontrolle. Ich bin ja neugierig, das wisst ihr ja. Wie groß ist dieses? Machen wir es von hier. Ja, 18 mm. 18, 19 mm ist die Türhöhe. Was optimal ist. Ja. Und auch hier schön gelasert. Zum Thema Zubehör kommt es bei uns demnächst zu einem Video, wo wir gerne auch andere Produkte vorstellen. Also auch hier wunderbar, über Sarissa brauchen wir nicht sagen. Die Basis, ja, eine Tonne. Die Infanteriebasis für zwei Reihen sind jeweils 20 Mann pro Base. Für die Artilleriebase mit einem komischen Maß von 43 mm. Ja, in der Länge und 30 sogar in der Breite. Wieso 42 mm und nicht 40? Fragt mich nicht. Und die Kommandantenbases. Da gibt es eben, wie ihr gesehen habt, einen ganzen Haufen. Ja, das sind schon einige. Ich zähle sie jetzt gar nicht, weil das ist viel zu viel. Ja? Dann, ja, die obligatorischen Würfel hier in Rot, die sind eher klein, aber ist okay, kann man immer verwenden. Dabei war auch Robert E. Lee, ja, ein ja, sehr bekannter General. Und natürlich als Gegenpart auf der Unionsseite George Meade. Ich lasse sie bewusst in der Verpackung, da diese Figuren dem Walter gehören und er sie mir leihweise für dieses Unboxing für euch zur Verfügung gestellt hat. Kommen wir als nächstes zu den Flaggen. Das wären die Flaggen der Nordstaaten. Ja, wunderbar. Ich bin schwerst begeistert, ja. Und muss ehrlich sagen, mein Einstieg war ja mit ACW in den Bereich Tabletop, kam durch Martin Feller und Kugelhagel eigentlich dazu. Und natürlich Walter, der mich da wirklich faszinieren konnte. Und also wenn ich mir diese Flaggen ansehe, ich würde sie vielleicht auf Normalpapier kopieren. Es ist etwas stärkeres Papier hier. Ja, da kann ich nicht sagen, wie es beim Falten aussieht. Dasselbe gilt für die Südstaaten. Also Wahnsinn, ja, was da drinnen ist in dieser Box. Ganz genial. Und man hat wirklich ausreichend Material. Hier die beiden Gussäste. Die grauen für die Südstaaten. So ist besser. So, die grauen für die Südstaaten, blau für die Nordstaaten. Und schauen wir uns die mal im Detail an. Es ist eine Kanone dabei. Mit Bedienungsmannschaft, einmal hier und einmal hier. Ja. Ein Offizier und Infanterie, noch und nöcher. Super tolle Minis. Detailblick, ja, also Detaillierung ist auch sehr hoch, muss ich wirklich sagen. Für diesen Maßstab erfreulich. Hier kommen wir vielleicht zum einzigen Manko. Es ist immer derselbe Gussast, ja. Hier wurde nur die Farbe verändert. Das heißt, für die Union habt ihr leider auch die normalen Hüte und nicht die Käppis, wie es eigentlich bei der Union eher vorgekommen ist. Aber ich denke, in diesem Größenverhältnis, in diesem Maßstab, ist das nicht wirklich so relevant. Ja, das ist dann schon für die Hardcore-Gamer. Wie viel haben wir denn hier? Es ist ja nicht so, dass wir hier keine Miniaturen hätten. Ja? Da sind die Gussrahmen der Alliierten. Da haben wir 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 Mal, ja. Also das ist schon gigantisch. Das heißt 12 Offiziere zum Pferd, 12 Mal Kanonen,
Den Command Sprue, das ist dieser hier, gibt es auch 12 Mal. Und genügend an Infanterie, dass ihr eure Regimenter, Warlord spricht hier von 12 Regimentern, aufbauen könnt. Ja, das war jetzt der Blick kurz einmal in die Box von Epic Games American Civil War von Warlord. Kleiner Nachsatz zu den Miniaturen, weil das immer auch Thema war, und zwar die Größe der Miniaturen. Wenn wir jetzt hier, wo haben wir es, hier von den Beinen bis zur Augenhöhe sind es 15 mm. Ja? Sie sagen zwar, es ist kleiner, was mich jetzt wundert. Ja. Wenn man es haarscharf rechnet, kommen wir auf 13,5 mm bis zur Augenhöhe. Ja, wollte ich nur, weil das immer wieder auch Thema ist, hier erwähnt haben. Ja, das war jetzt unser Blick in die American Civil War Epic Battles Box von Warlord. Hier nur zur Information, es gibt Black Powder, die zweite Edition, auch auf Deutsch, in einem schönen Hardcover-Buch. Ja, also hier gibt es keine Ausreden, dass man sagt, man versteht die Regel nicht. Meine Meinung zu der Box oder zum System. Prinzipiell bin ich ja durch ACW, durch Martin Feller, durch Walter überhaupt ins Tabletop gekommen. Das heißt für mich sowieso schon eine interessante Thematik. Das Weitere ist der Maßstab. Ja? Es ist wunderbar mit so kleinen Miniaturen, immer unter dem Bedacht, dass wir keine größeren Spielflächen haben. Ja, also es ist ja eher größere Vereine, hauptsächlich auf der Insel drüben, die das machen, die auf 3x5-6 Metern spielen. Unsere Standardspieltischgröße hier in Österreich ist 1,20x1,80. Und da wirken 15 mm Figuren ganz entscheidend, gerade bei so großen Battles. Über die Größe, ob das jetzt 13, 14, 15 mm, wollen wir nicht streiten, denke ich. Das Wichtige ist, in dieser Starterbox, ja, bekommt ihr wirklich ausreichend Zeugs. Ja. Also ihr seid damit bestens versorgt und das zu einem, meiner Meinung nach jetzt, fairen Preis, so roundabout zwischen 90 bis 120 Euro, was es so am Markt gibt. Ja, da ist Warlord wirklich ein Sprung nach vor gelungen, um den historischen Bereich auch für Leute interessant zu machen, die halt nicht über die Platzvoraussetzungen verfügen. Wie gesagt, in der Starterbox ganz, ganz toll. Habt ihr super hinbekommen zu einem fairen Preis. Jetzt aber meine kleine Kritik an dem Ganzen. Wenn ihr das erweitern wollt, ja, dann müsst ihr leider tiefer in die Tasche greifen. Und hier verstehe ich die Preispolitik von Warlord nicht. Ja. Ihr bekommt hier 12 Regimenter pro Seite, also 24, um, sagen wir jetzt, 100 Euro. Ihr kauft ein Regiment, ja, drei Regimenter, Entschuldige, das ist nicht verwechselt, drei Regimenter um 25. Wo ist hier die Relation, Freunde? Ja, also das muss ich wirklich gestehen, das ist nicht so vernünftig. Da kann man nur die Starterbox kaufen, die lege ich euch wirklich ans Herz. Es gibt auch schon viele Videos dazu. Wir werden euch darauf sicher hier auch informieren, beziehungsweise wir werden versuchen, euch weitere Informationen darüber zu liefern in nächster Zeit. Ansonsten ganz klare Kaufempfehlung für jemanden, der einsteigen will ins historische American Civil War. Immer ein Renner, relativ
gut und leicht anzumalen, schnell anzumalen. Und mit 15 mm kann man das sogar auf einem normalen Ess- oder Wohnzimmertisch mal spielen mit seinen Freunden. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Kurze Zusatzinformation: Diese Box hat sich Walter privat gekauft. Ja, wir wurden von niemandem gesponsert. Ich drücke euch hier meine persönliche Meinung aus. Ja, würde mich freuen, wenn ihr eure Meinungen bei uns in den Kommentaren hinterlässt. Lasst uns darüber reden. Vielleicht habt ihr andere Ideen oder seht gewisse Dinge anders als wir. Überhaupt kein Thema. Wir reden darüber. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wieder hier in unserem Kanal treffen würden. Bis dorthin, alles Liebe, bleibt gesund, Servus!